Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammcard gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Freischuss-Battle auf meinem Kanal. Mein Bruder ist dabei. Was geht ab? Heute Inter Mailand gegen AC Mailand. Derby, Leute. Ich muss sagen, wir haben gerade die Karte angeguckt. Inter schon eine geile Mannschaft. AC Mailand, komplett Katastrophe, außer Ibra und Çalhanoğlu. Ich bin Inter, du hast einen kleinen Nachteil. Du bist AC, aber du schießt dafür bessere Fangschüsse. Also, kleiner Vorteil wieder bei dir. Schreibt gerne rein, Hashtag Inter, Hashtag AC. Was denkt ihr, wer gewinnt? Ab in die Kommentare. Blog aktivieren, täglich einschalten. 18 Uhr neue Videos. Ich hoffe, ihr seid dabei. Checkt noch den Shop aus. Unterstützt mich gerne mit einem Kauf. Nice Designs in Orange, Blau, Rot, Grün, Kissen, Tassen, Turmbeutel, vieles mehr. Gratis Autogrammkarte gibt es noch dazu. Also ich würde mich freuen, wenn ihr es abchecken würdet. Und würde ich sagen, starten wir rein, Leute. Let's go. So, Leute, ab geht die Post. Also ich habe von den einzelnen Spielern her, muss ich ja mal dazu sagen, wirklich einen klaren Vorteil. Also ich habe gerade wirklich... Kann ich auch auf Stick wechseln? Hier. Ja, geht auch. Aber mit dem anderen, mit dem, ja, ist egal, auch nicht. Ist egal. Alle kaputt. Gib her. Jeder Knopf, mit dem du Spieler wechseln kannst, ist kaputt. Da müssen wir echt mal einen neuen Controller investieren, immer investieren. Also, wie gesagt, sag mal, Schiri, willst du mich komplett auseinandernehmen? Du flexst mich voll weg, mach hier, ich habe Lukaku, Alter, bolzt von überall mit 300 km drauf. Wir haben den Kader von AC eben gesehen. Scheint-Nuggela-Frise. Und wirklich bei AC Mailand, außer Çalhanoğlu und Ibra, wirklich, man kennt kaum noch die Spieler. Alter, das ist komplett Katastrophe, muss man mal ehrlich so sagen, wie es ist. Kollarov habe ich auch noch mit 95 ist Kraft. Nicht nur, Junge! Ist nicht nur, als würde man die Spieler nicht kennen, sondern die haben 73er Rating. Ja, die haben wirklich alle so ein schlechtes Rating. Also, das ist Katastrophe. Wenn man die Spieler nur nicht kennen würde, wenn es nur das wäre. Wäre okay, ey, aber naja. Kollarov! Der bolzt wieder einfach drauf. Der guckt auch gar nicht, wohin schießt. Der bolzt einfach, ey, ohne Witz. Wie viel Kraft hat Ronaldo? 94, ne? Ich glaube, Kollarov hat mehr. Wie viele Dings? Ne, bislang. Halt, haben wir noch nicht geguckt. Bislang hatte Kollarov. Stimmt, 99. Ja, wer weiß, Alter. Bisschen übertrieben. Ich weiß gar nicht, der spielt noch hier. Greift mich direkt. Also Kollarov bislang meiste Kraft. Das war's, aber Baba gerät. War echt gut, Alter. Aber nur drauf gebolzt hier. Mach von hier, komm. Ist scheiß Position, aber egal. Ey, warum springt der denn? Sag mal, Eriksen, Alter. Was? Vor allem hat der Augen im Hinterkopf. Warum springt der? Warte, bleib. Jawohl. Sony Eriksson wieder, Alter. Was soll die Scheiße? Hat das Bluetooth. Natürlich hat das Bluetooth. Aber schöne Freischüsse, glaube ich. Ist Fujitsu. Hat der Sony in der Reihe. Nee, Fujigama. Ist Fujigama. Sony in der Reihe. Wer kennt noch Dings? Legt dich mit so an. Bester Film aller Zeiten. Und jetzt habe ich tausendmal geguckt. Und jetzt ist so oft gesehen, ne? Brozovic, warum steht der hier eigentlich die ganze Zeit? Auch gute Welle. Das ist saftig, 89 4, Alter, das schmeckt schon köstlich, Menü. Okay, versuchen wir das Ding mal hier irgendwie. Alter, Inter hat schon eine geile Mannschaft, muss man mal ehrlich sagen. Also die haben sich schon im Vergleich zu AC sehr, sehr gut entwickelt, von den Spielern her. Ja, viel zu viel Effekt, aber du hast Donnarumma. Also hier, ist natürlich. Was macht der denn? Der hat den durch seine Schulter geleitet. Das zeigt alles, gerade was bei AC Mailand abgeht, Alter. Scheiße. Das auch. War abseits, ja. Das ist eine einzige Fail-Compilation gerade, ey. Das ist wieder FIFA. Der kommt drei. Warte, was ist denn da los, ey? Wo hier, steht pass, der? Pass. Was ist das für eine Kamera? Ja, aber Lukaku. Lukaku, du hast den Ball an den Fuß. Lukaku könnte auch bei Mailand spielen. Guck dir den Brecher an, Alter. Was ist los mit dem, ey? Der Typ ist zu hart, ja, der ey. Kann auch bei Mailand spielen. Okay, der könnte echt bei Mailand spielen. Spielt er bei Mailand, aber bei Inter. Bessere Mannschaft ausgewählt für sich. Der könnte bei Mailand spielen. Er spielt, bei Mailand. Alter. Scheiße. Ach, ganz locker. Ich wollte nicht AC sagen. Ich habe gerade gedacht, heißen die nochmal AC? Ich glaube schon. Scheiße. Aber ist auch Dings. AC Arsenal. AC Arsenal, wo ist der denn überhaupt hier? 87 Kraft. Joa, das schmeckt, Alter. Weißt du noch letztes Jahr? Ich habe so oft krass Freischuss mit Lukaku rausgeholt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie kann der das. Mal schauen. Oder auch nicht. Hey, was ist das für Freischuss bislang? Ich schieße komplett Katastrophe, Alter. Ich habe so gute Schützen. Und so eine Katastrophe, okay, du hast Çalhanoğlu, das ist natürlich ein sehr, sehr großer Vorteil für dich. Komm, jawohl, Schiri, jawohl. Das ist natürlich ein sehr, sehr großer Vorteil. Alles reingehangen in diese Geräte. Aber das ist, na, wo ich wollte gerade sagen, unmöglich Freischussposition, aber. Na, und du hast aber die Trikots sehen geil aus. Von wem? Halt den Schnauze, ey, was ist da los? Von dir? Sehe immer gleich aus. Erzähl mal dann. Nein, die haben jetzt so ein Muster natürlich drin in dem Schwarzen. Ja, hast schon recht, ein bisschen anders sehen sie aus. Minimale Änderung. Ja, das sieht aber geil aus. Ja, das meine ich ja gar nicht. Ist schlecht. Ist okay. Genau das habe ich doch gesagt, dass das geil ist. Ey. Sanchez sieht aber aus wie so ein 14-Jähriger, Alter, mit seinem Trikot. Alter, das ist richtig krass, wie die springen. Man muss so richtig timen, weil die so richtig träge sind. Komm, ey. Sanchez. Let's go. Hau das Ding mal rein hier, du 14-Jähriger. Oh! Ja, es sieht wirklich aus mit einem Trikot wie ein. So wie. Du 14-Jähriger. Wie C-Jugend. C-Jugend hat man auch mal Trikot in die Hose getan, Alter. Ganz korrekt, ey. Ja, aber früher hatten Lothar Matthäus das auch gemacht. Früher war Style. Also halt Small, ey. Ich weiß nicht, früher gab es, glaube ich, noch sogar die Regel, dass man Trikot noch. Früher, weiß ich noch, musste man bei der Einwechslung ein Trikot in der Hose haben, sonst hat man Geld bekommen. Und dann während des Spiels konntest du wieder rausziehen. Aber bei der Einwechslung musst du das Trikot in der Hose haben.
Sonst hast du Geld bekommen. Ja, weiß ich auch nicht, Alter, was für eine Regel war. Genick gebrochen. Schieß rüber, einen habe ich noch, glaube ich. Boah, was war das denn wieder, ey? Ibra mit der Nummer 11 jetzt. Sieht ja mega aus, ey. Vorher die 21 hat sich die 11 gesnackt. Wer hat den vorher? Ich hab keine Ahnung. Hat wahrscheinlich einfach den aus dem Weg geräumt. Der hat ihm einfach eine Klatsche gegeben. Du bist jetzt weg, hast du verstanden? Du haust ab, du wechselst jetzt. Du bist weg jetzt. Schiri, das war auch ein Foul. Also manchmal, ne? Er zerstört eine Karriere von einem Fußballprofi, weil er eine Nummer hat. Normal, haben. Alter. Also könnte ich mir schon bei Ibra vorstellen. Eigentlich will er bestimmt die 10 haben, aber Cananoglu hat mich abgegeben auf ehrenlos. Kannst du mich jetzt mal faulen hier oder was ist da los bei dir? Jawohl. Nächstes Jahr hat auch der die abgegeben. Ey, sag mal. Du faulst mich noch. Jetzt. Ey. Nochmal, grätsch einfach. Dritte Nummer, ey. Tritt einfach rein jetzt. Schiri, Mann, tritt ey. Einfach rein. Ich will keinen Vorteil haben jetzt. Alter. Jetzt nochmal. Tritt einfach rein jetzt. Ja, hoffentlich nicht rot, Alter. Dein bester Schütze. Hoffentlich. Ich habe auch noch Nein Golan, Alter. Nein Golan auch mega viel Kraft. Boah, gar nicht. Cianoglu mega viel Kraft. Der 14-Jährige wollte schon Schlägereien. Egal, 1-0, Alter. Bislang der einzige Torschütze hier. Komm, machen wir mal einen Brozovic. Der steht die ganze Zeit als erster Schütze, ne? Wenn er jetzt nicht gut schießt, dann weiß ich auch nicht, Alter. Let's go. Brozovic mit den Mauern. 3000 Mann. Junge! Hä? Der ist voll komisch geflogen. Dein Torwart war ja arrogant wie sonst, ey, was. 11 Mann in Mauer, stellt sich Torwart auch noch mit rein. Der trifft eh nicht. Das stellt er sich noch mit rein. Das wäre arrogant, Alter. Fuck. Ich setz alles auf die Mauer, Alter. Oder und, der Torhüter. Und Costa kommt aus dem Publikum, mach, legt sich nur unten hin. Ey. Lauf durch. Oder der Torhüter so schlecht, dass er. Jetzt passt du mir, weißt du, wo ich hab alle. Lauf Ruhe. Oder der Torhüter so schlecht, dass er sagt, ich halte den Freischuss eh nicht, ich stell mich mit in die Mauer, ey. Bringt mehr. Wäre eigentlich sogar besser, wenn er sich dann da hinlegt einfach. Warte, ich will nicht hochkriegen in Nango. Ah, jetzt ist gut, Alter. Jetzt kann ich reingrätschen. Nango mit geiler Frisur Nummer 44. Aber Costa hat das dumm gemacht. Er hat sich mit dem Gesicht zum Ball gelegt, ne? Ja, das haben die jetzt. Kann man so dumm haben sein. Die jetzt zehnmal zu Costa gesagt. Da haben die gesagt, dreh dich rum. Dann hat er sich ja so rumgedreht. Dann lag der wieder mit dem Kopf zum Ball. Und dann hat er wieder man gesagt. So dumm sein. Dann hat er wieder gesagt, dreh dich rum. Dann hat er sich wieder rumgedreht, wie er vorlag. Und dann dreh dich rum. Und dann hat er sich erst rumgedreht. 4 Mal gebraucht, bis er gecheckt hat. Oh, Cananoglu direkt so, oder was? Jetzt will er das wissen, Alter. Jetzt hast du gar nicht geguckt, was. Boah, der könnte. Oh! Junge, also so unrealistisch aus so einem Winkel könntest du niemals in echt so schießen. Und vor allem so. Und dann so mit 1000 km/h, Alter. Junge, er gibt doch die Pille jetzt, Alter. Nimm Ibra, gibst du einfach die Pille. Er hat keinen Respekt vor Ibra. Das ist Frechheit. Warte. Das ist frech. Wie jetzt, kann man jetzt vor so einer Gottheit keinen Respekt haben? Boah, warte. Unmöglicher Freistoß von da mit Ibra. Wenn es einer kann, dann Ibra. Wenn es einer kann, dann Slatan. Wenn dann der Gott der Gott himself, höchstpersönlich. Ey. Guck mal, was der für Werte hat. Ich bin mal gespannt, ne? Nein! Tschüss! Oh. Was? Eriksen rot, ist schon Sony hart. Sony Eriksen, Alter, glatt rot, ey. Aber mit Bluetooth. Was machen die eigentlich noch hin? Wie viel hat der? Hä? Der hat wohl 92 Fee. Boah, Ibra hat natürlich krasse Kraft. Aber wenn es einer kann... 82 Fee. Wenn es einer kann, dann Ibra, Alter. Let's go. Ma, der ist schon gut, Alter. Boah, der ist ruhig. Ibra ist so ruhig. Der hat die Ruhe weg. Der hat die Ruhe weg. Wenn es einer kann, dann Ibra. Wenn es einer kann, dann Ibra. Wie hat der den denn gezogen, Alter, Junge? Boah, ey. Ibra macht immer alles möglich. 83er Rating und da haut der so ein Ding raus. Der erste unmögliche Freistoß dieses Jahr. Ich kack mir in die Hose, Alter. Und das macht Ibra, ey. Boah. Perfekt auch noch. Der Junge. Ist perfekt. Aber der kannst nichts besser machen. Der kam auch wieder mit so viel Kraft, ey. Junge. Ich hab's doch gesagt, wenn es einer kann, dann Zlatanovic, Alter. Da kannst du echt... Boah. Saftiges Ding, Alter. Bilderbuch. Okay, und du hast gesagt, es geht nicht mehr. Es geht doch noch, Leute, Alter. Ja, mit Ibra natürlich. Ja, mit Ibra. Aber Ibra ist auch ein Gott, ne? Und ich habe keinen schlechten Torwart drin. Ich habe Handanovic, der eigentlich auch ein Riese ist. Also, das ist krass. Ja, der war perfekt geschossen. Ja, der war perfekt geschossen, lauf durch. Aber der war noch nicht mal, dass du so zentral standst, ne? Also, die Position war ehrlich gesagt nicht perfekt, die du hattest. Also, sie war nicht schlecht, die Position, aber die war nicht perfekt. Weil du hättest noch ein Stück weiter in der Mitte sein können. Ibra war perfekt. Ibra hat perfekt gemacht. Warte. Zack, eigentlich bräuchte sie Ibra für ein bisschen weiter hinten, ne? Ah, also Leute. Ich Ibra, ich hab doch gerade ein Tor. Ja, du brauchst Ibra für jede Position. Ne? Ibra Special, nur mit Ibra, Alter. Ein Team nur aus Ibra. Jetzt bin ich mal gespannt, wen du noch so hast, ey. Weil ich glaube, so Baba-Schützen hat AC Mailand nicht, ey. Das muss man mal dazu sagen. Rebic hast du noch? Könnte gut schiefen. Schiefen. Schau mal, wen du noch so hast. Castillejo, Tonali, Talent. Junge, das ist was für ein Talent, Junge. Talent? Guck dir den mal an, der sieht aus wie ein junger Pirlo. Rebic, 85 Kraft, kannst du Topspin machen. Der sieht aus wie ein junger Pirlo. Ja, sie sagen die auch immer, dass der neue Pirlo ist. Okay, ab geht's bald ein bisschen. Na, ja, schon ein bisschen Zeit gebraucht. Ah, könnte gar nicht schlecht kommen, vielleicht. Oh! Hä? Was soll das ich denn? Wusste schon, dass der reingeht, als ich ihn gesehen habe. Kurz gegen Pfosten. Aber dass er sich so gut reindreht. Aber 2-1 gedreht, den was, Hasen. Ne? Was sind das für Kameras? Man sieht es einfach nicht. Borsch verloren, Scheiße, Alter, hat das Ding gedreht. Aber was sind das für Kameras? Man sieht es einfach nicht. Junge, jetzt wird diese komische Kamera, ne, die sich wieder dreht. Obwohl, diesmal ist gut. Der ist, glaube ich, direkt dahinter. Ist perfekt. Manchmal dreht der auch falsch rum, Alter. Komplett lost. Aber die ist gut. Die ist sehr, sehr gut. Eine Richtung. Gall habe ich ja auch noch, Alter, ne? Also, Inter. Fast am Boden. Boah, Alter. Also, Handanovic sah aber schlecht. Kam aber auch mit Power, muss man sagen.
Okay, zwei Freischüsse hast du noch, ne? Junge, ich habe die heftigsten Freischussschützen und. Ja, du, wahrscheinlich Momentum habe ich. Ja, kann sein. Und du machst echt mieses Momentum. Lauf durch, Alter. Also, man muss dazu sagen, dieses Jahr, ne, Inter Mailand hat das aggressivste Mittelfeld, glaube ich, aller Zeiten. Nainggolan und Vidal, Alter, kriegen jedes Spiel beide rot. Weißt du, sonst kriegt ja einer immer rot und jetzt kriegen beide jedes Spiel, glaube ich, rot. Also, das wird echt spannend. Warte. Junge, der hat doch keine Augen im Hinterkopf. Wie kann er denn so springen? Warte. Es gibt noch Merchandise. Wow. Das ist wieder perfekte Position eigentlich, ne? Könnte man was draus machen, Alter. Mit dem Torwart ein unmöglichen. Obwohl, der ist, glaube ich, zu weit auf der anderen Seite, ne? Der ist, glaube ich, ein Stück. Mann, Danovic, der, ey. Keine Ahnung. Der Tor, ey. Scheiß drauf, ey. Ah, wir lassen Linksfuß? Ich weiß nicht. Tonali. 50, Cassiero, 50. Kann sein, dass Cassiero Linksfuß ist. Ich weiß es nicht. Tonali. Okay, ab geht's. Schauen wir mal. Schöner Außenriss wäre auch machbar, ne? Kann man mal machen. 18 Meter. Barber Position. Ibra hat den eh reingeflext, aber. Tonali! Junge, was hast du für Freischussschützen? Alter, willst du mich verarschen? Ey, du hast alle drei getroffen. Das liegt vielleicht auch an mir, ne? Nicht unbedingt nur an den Schützen. Ey, Leute, das könnte ein neuer Rekord werden. Alle drei, ist schon ein neuer Rekord. Nein, der erste war doch verhauen mit... Stimmt, das ist schon dein vierter jetzt, oder was? Stimmt, dein vierter. Boah, jetzt Alter. Mein fünfter. Nee, du hast noch einen jetzt. Ja, das ist jetzt mein fünfter. Alter, der war wieder perfekt. Was schießt der für Freischüsse, Alter? Hakimi mit Nummer 98. Ich brauche nur Ibra im Team. Alter, ey, ohne Scheiß, Ibra pusht die, glaube ich. Ibra pusht die einfach. Ibra pusht die komplett ans Limit. Der sagt einfach, if you don't play good, I will leave the team. So spricht er echt, Alter. Egal, letzter Freistoß für dich. 4 Stück. Wäre aber trotzdem, wäre krass. Was macht der? Ach, du bist das. Ich dachte, wäre ich das? Ey, was ist da los? Da muss. Wie ein Pferd, Alter, Ballkontrolle. Warte. Guck mal, Ibra, was hat der für eine Minimal? Das ist die Robbenballkontrolle, ey. Junge, Alter, komm nicht dran, Alter. Warte, Robben ist auch immer gerannt wie so eine Maus, ey. Zack, jetzt, jawohl. Der war schön umgeflext. Wen hast du denn noch? Jetzt ey, synchron aufgestellt. Ich muss sagen, jetzt gehen dir langsam die Schützen aus, ne? Jetzt ich so langsam. Noch Torwart, ne? Ja, dann, du hast ja noch ein paar Spieler. Schauen wir mal, wen du noch so hast. Wen hast du noch? So, guck mal rein da. Ne? In die Statistik. Benassa, Rebic, Hernandez. Gehen wir weiter. Cassie, 84. Ich nehme mal den, ey. Schön top. Nur 11, wir haben Kraft. Okay, Cassie. Mal gucken. Ab geht's. Wenn du den jetzt auch noch reinmachst, hast du 4 getroffen von 5. Das wäre Rekord. Komm, Cassie, Alter. Mach's kaputt. 30. Leute. Was sollen das jetzt, ey? Das war's. Er gewinnt. Zu Recht. Lasst dir ein Like, das gerne ein Abo da, ja? Hat er kaputt gemacht. Falls ihr nicht abonniert habt, Leute, kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Macht die 1 Million Likes voll. Glocke aktivieren. Ihr wisst es, 18 Uhr neue Videos. Checkt mal den Shop aus. Nice Designs in Orange, Blau, Rot, Grün, Kissen, Tassen, Turm, heute vieles mehr. Gratis Autogrammkarte zu jeder Bestellung dazu. Da ist nochmal mein Sanchez-Freistoß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid am Start. Macht's gut, haut rein und ciao.